Archage, jetzt auch bei CD-Spins. Ja, und jetzt ist auch der Markus mit dabei. Ja. Er spielt aber nicht. Ja, doch, aber Sid Meier's Pirates, ja. Um Quests mit Satzzeichen oder Blumen über dem Kopf zu aktivieren, drücke F den Piraten. Einen Rechtsklick aus. Rechtsklick. Mit meinem großen Schlachtschiff. Oh, das Ding ist ja ganz kaputt gegangen. Hoch. Warte mal ganz kurz, ich muss mal schnell hier eine Quest annehmen. Ja, ja, ist kein Problem. Ich habe gerade nur ein Schiff komplett versenkt, das wollte ich gar nicht. Na, du siehst ja so frisch aus wie der junge Frühling. Heb dir diese Energie auf, du wirst sie für dein Tiro-Ritual brauchen. Du hast aber ein wenig verschlafen. Aini sucht schon nach dir. Na, ja, machen wir mal. Wird dieser automatisch dem Quest-Tracker auf der rechten Bildschirmseite hinzugefügt? Folge dem Pfeil bei deinen Füßen, um zum Ort des Quest-Ziels zu gelangen. Ey, cool, man hat ein Head-Up-Display hier. Auf dem Boden. Was denn? Da ist so ein... Interaktive Objekte sind mit blauen Ausrufezeichen gekennzeichnet. Klicke einfach das Objekt an oder drücke F. Okay, mach ich. Nee, da ist so ein... Wenn du ein Quest angenommen hast, ist ein... Leichen können geplündert werden. Mit F sammelst du alle Gegenstände auf. Mit G kannst du selbst auswählen. Immer alles aufsammeln. F, 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 F. Okay. Da ist ein Pfeil auf dem Boden und der zeigt in Richtung von dem Quest, wo du hin musst. Ja. Wie so ein Navigationssystem, ein Head-Up bei den Autos, wo in der Frontscheibe dann drin ist. Bei dem ist es halt auf dem Boden. Ja, ist doch cool. Ja. Ja, und die Grafik... Ne? Grafikmäßig... Ja, hier ist Wiese und alles. Aber könnte ein bisschen mehr sein. Aber cool. Ja, ist ja in Ordnung. Klicke auf das Beutelsymbol unten rechts oder drücke I, um deinen Beutel zu öffnen und dir die Gegenstände in deinem Inventar anzusehen. Okay, Beutel. Was haben wir denn da? Trank. Trank. Buch der Teleportation. Sehr schön. Apparat. Gebundener Jenseitsstein. Ein Buch der Teleportation nutzt die Kraft im Innern eines Jenseitssteins, um ein Weltentor zu öffnen. Springe durch das Tor, um an einen darin verzeichneten Ort zu reisen. Bücher der Teleportation zeichnen Orte automatisch auf, wenn du Dörfer und Städte besuchst. Jenseitssteine enthalten genug Kraft, um dich an einen beliebigen Ort auf dem Kontinent zu senden, auf dem du dich derzeit befindest. 3 Jenseitssteine enthalten genug Kraft, um dich auf einen anderen Kontinent zu senden. Okay. Ja, 3 Stück habe ich. Aber wird der verbraucht? Eine gute Frage, ne? Du bist spät dran. Wie kannst du an einem so wichtigen Tag trödeln? Du wirst schließlich nur einmal volljährig. Oh, ich bin wieder jung. Haha. Und eine Frau. Huhu. Aha. Ich krieg sogar eine Belohnung, dass ich ein paar Meter gelaufen bin. Heute werden viele Firan an den Tiro-Ritualen teilnehmen. Du sollst mit Kanga auf dem Schneelöwenübungsgelände beginnen. Boah, soll ich den vermöbeln? Klicke auf das Beutelsymbol. Ja, habe ich doch schon gemacht. Tutorial schließen, so. Weg damit. Jetzt schauen wir mal, das finden wir schon so raus irgendwie. Hier ist irgendwie ein Windstein. Oh, jetzt habe ich mich an... Es hieß, dass man Windsteine in den Fußstapfen des Windgottes findet. Sie segnen dich mit großer Geschwindigkeit, um dir deine Reisen durch die gewaltigen Ebenen zu erleichtern. Wow, cool! Da rennt man wie ein Werwolf. Tschu, tschu, tschu. Lucius. Hab keine Angst, ich werde dir in vielerlei Gestalt erscheinen. Objekte mit blauen Fragezeichen kannst du mit der rechten Maustaste oder durch Drücken von F benutzen. Ja, das habe ich doch vorhin schon mal irgendwo gehört. Wo muss ich hin? Ach, da ist der Pfeil, genau. Noch ein Windstein. Oh, was ist das? Na, da gehen wir später hin.
erstmal die Quests erledigen. Den, 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 den. Ich freue mich. Boah, hier sind so viele Leute. Das ist ja ekelhaft. Jetzt lass mich doch mal hin hier. So. Kanga. Ah, Alia. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass du aussteigen und deine Reifeprüfung auf nächstes Jahr verschieben willst. Nein, wieso denn? Gib mir die Belohnung. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Deine Fähigkeiten sind nicht geringer als die der anderen Teilnehmer. Und so wie sie... So wie sie... Was? Und so wie sie hast auch du... Achso. Und so wie sie hast auch du ein gutes Recht darauf, an den Prüfungen dieses Tages deine Pfote zu versuchen. Weiter. Lockern wir deine Muskeln ein wenig. Hey, da war doch noch ein grüner Pfeil hier. Du bist etwas spät dran. Zu deinem Glück sind alle anderen auch verspätet. Ich kann dich jetzt sofort dazwischen quetschen, damit du deinen Segen erhältst. Geh den südlichen Pfad entlang und sprich mit Mara Abaran. Annehmen. Oh, jetzt habe ich zwei Pfeile. Jetzt mache ich erstmal das erste. Konfrontation mit dem Mara, sprich... Aufwärmen, besiege Plateaufuchs. Ah, hier. Schießen wir mal. Ey! Hat der mir das jetzt geklaut oder was? Der hat was geklaut? Der hat mir meinen Mob geklaut. Ich habe zuerst drauf geschossen. Pff. Sauerei. Ja, der schon wieder. Boah! Boah! Pam, pam. Oh, das bringt gar nichts, der blöde Pfeil. Oh, oh. Huch, da habe ich wohl gerade den fünf berüchtigsten Piraten hier getötet. Cool. Und habe dafür über 6000 Goldstücke bekommen. Das ist der Wahnsinn. Wow. Aber ich sollte vielleicht zuerst den Zauber machen und dann im Nahkampf. Hammer, ey. Wieso krieg ich von denen nix? Bautz! Pew! Sag mal, was ist das überhaupt für ein Spiel? Ist das so ein Rollenspiel oder Online-Rollenspiel? Was ist das? Naja, das ist so MMORPG. Also so WoW-mäßig. Kannst du das mit WoW vergleichen oder ist das ein bisschen anders? Also so von den Erwartungen her sollte es ein WoW-Killer sein. Aber schauen wir mal. Das Coole ist, du kannst da irgendwie so anscheinend, also wie gesagt, ich weiß noch nicht sehr viel drüber. Du kannst ja. Festungen bauen und musst die dann halten irgendwie mit Gilden zusammen und sowas. Oder du kannst Häuser bauen. Also die Welt, die verändert sich ständig, weil Leute irgendwas bauen und so. Natürlich habe ich keine Ahnung, wie WoW inzwischen ist, also... vielleicht gibt es da ja auch inzwischen. Kann natürlich gut sein. Na endlich, krieg ich mal was. Wie geht der Beutel? Inventar, oder? Ja. Unbekannt, Geldbörse des Farmers. Verbrauche einen Arbeitspunkt, um den Beutel zu öffnen. Und den Inhalt zu prüfen. Umschalten, Rechtsklick. Wann lädst du die erste Folge hoch? Heute direkt oder morgen? Ja, weiß ich noch nicht. Also wenn, dann morgen, weil ich muss ja noch rendern und alles. Ja, ja, klar. Ich habe auch so gerade mal geschaut, ne? Ja. Mit dem neuen Intro-Video. Das funktioniert ganz gut eigentlich, wenn man das davor hängt. Okay. Wie lang ist das eigentlich? Ich glaube 15 Sekunden oder 16. Okay. Das geht eigentlich, finde ich. Wenn es länger geworden wäre, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Ja. Sollte man auch nicht. Ah, jetzt bekomme ich endlich Sachen. Ach, ich hab schon längst erledigt. Hä? Cool. Der hat es jetzt automatisch eingeschalten.
dass ich schnell renne. Und wieso habe ich ständig irgendwelche Herzchen über den Kopf? Oh, oh, oh. Ich glaube, ich bin verliebt. Hervorragend. Jetzt wirst du dir später keine Muskelzerrung holen. Belohnung. Hast du gehört? Was? YouTube hat eine neue Funktion eingesetzt, erstellt hier. Das schaue ich mir dann später an. Warte mal kurz. Kostbare Aufnahmezeit. Hör mal. Ach. Ja, ich muss jetzt hier weiterlesen. Entschuldigung. Hör mal, ich weiß, dass du bestimmt nervös wegen deines Rituals heute bist. Darum habe ich arrangiert, dass du mit einigen dieser Schneelöwenjungen spielen kannst, bevor du ins Lager gehst. Annehmen. Skills aufrufen. Oh, was machen wir denn? Spiegellicht. Kuriert einen Debuff und erhöht die erhaltene Heilung. Verursacht gefangen für 3 Sekunden. Erhöht erlittenen Schaden. Oh, das hört sich gut an. Yeah. Emotes. Happy. Ist ja witzig. Oh Mann. Also erzähl, was gibt's für eine neue Funktion? Analytics Echtzeit. Ach so, ja, das habe ich schon gesehen. Cool, ne? Ja. Einsames Schneelöwenjunges. Oh cool, da gibt's Zwischensequenzen. Aber ich habe irgendwie gerade einen Grafikfehler gehabt. Süß. Haha, goldig. Darf man den behalten? Ich will dich behalten. Oh Mann. Ich will den doch behalten. Ihr beide versteht euch ja gut. Ich sehe schon, dass du ein guter Besitzer sein wirst, wenn du eines Tages deinen eigenen Schneelöwen aufziehst. Belohnung. Du bist bereit. Es wird Zeit für dich, nach Whispering zu reisen, um dich dem Tiro-Ritual zu stellen. Einige Leute sind schon ziemlich gespannt, wie du abschneiden wirst. Natürlich super! Zum Beispiel scheint Bash Gefallen an dir zu finden. Du solltest ihm einen Besuch abstatten und dir von ihm Glück wünschen lassen, bevor du mit dem Mara sprichst. Annehmen. Das schaut aber so ein bisschen aus wie Dingsums hier. Guck mir gerade mal Bilder an bei Google, ne? Ja. Das sieht so ein bisschen aus wie Aion, finde ich. Ja, das kann schon sein, aber wie gesagt, ich weiß selber noch nicht so genau, was Sache ist. Aber bis jetzt schaut schon echt cool aus. Die Grafik habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt, aber mal gucken. Irgendwie zuckelt hier ständig was. So, jetzt bin ich hier im neuen Kaff. Oh, das sind große Schneelöwen. Wow. Ein Bauer, der Stallknecht. Reden wir mal mit ihm. Hä? Ah, das ist doch so, wie das aussieht. Da bestimmt eine Rieseninstallationsdatei, oder? 8 GB, ja. Ey, ich finde es voll witzig. Ich habe hier gerade einen angesprochen, der spricht Japanisch. Ich glaube, die haben es noch nicht ganz übersetzt. Zumindest in-game. Oh. Aha, was sind das hier für Bilder? Hm? Weißt du, was ich gerade gefunden habe? Nee. Ein Samensack. Okay, alles ist in Ordnung. Aber wie war denn das nochmal? Ach, die kann ich aus- und anmachen. Cool. Was kann ich hier machen? Honigrug. Honig verschlingen. Und dann? Aha. Ah, jetzt habe ich einen Buff bekommen. Der süße Honig wirkt beruhigend. Süße Tagträume. Oh Gott, ich glaube, ich habe irgendwelche illegalen Substanzen zu mir genommen.
Die sprechen echt Japanisch, ist ja abgefahren. So, das habe ich. Das ist ja auch Chinesisch. Habe ich immer noch nicht aufgemacht, wieso? Buch der Teleportation. Wo bekomme ich Arbeitspunkte her? Umschalten, Rechtsklick. Öffnen. Ah. Was habe ich jetzt bekommen? Mondlicht Archeum Partikel. Reine verdichtete Magie gefangen in einer psychischen Form, physischen Form. Dank der Energie des Mondes besonders nützlich im Rüstungshandwerk. Okay, das scheint irgendwas zum Verzaubern zu sein oder so. Oh Mann, oh Mann. Oh, ich sehe schon kommen, hey. Das ist schon wieder alles viel zu kompliziert. Rüstungshändler. Ob ich mir gleich was kaufen soll? Nee, ich kann mir das gar nicht leisten, hey. Der Witzka, alles viel zu teuer. Beutel zu. Nutztierhändler. Schaschan. Hilfe! Willkommen, ich habe schon auf dich gewartet. Dann ist es heute also endlich soweit. Ja, anscheinend schon, aber das war jetzt kurze Konversation, mein Freund. Nur einen Moment. Bevor du dich deiner Prüfung unterziehst, könntest du hinter unserem Zelt etwas Farnkraut für mich pflücken. Der Marder hat gesundes Essen für all die jungen Ferran, die am Tiro-Ritual teilnehmen, angefordert. Aber ich benötige Farnkraut, um dieses Gericht zuzubereiten. Könntest du mir welches besorgen, während ich auf den Topf aufpasse? Ja, kann ich machen, aber bitteschön in der nächsten Folge. Tschüss, wir sehen uns.